Yo, hi Leute, ich bin's mal wieder, euer Sanchez-Free back in the Schwitzness. Heute habe ich ein Video, das schon ein bisschen älter ist, entdeckt und war positiv überrascht, wie viele Leute ihre Zivilcourage gezeigt haben. Es geht um ein soziales Experiment, in dem Leon Mascher, ein bekannter YouTuber, testet, wie viele Leute sich einmischen, wenn es darum geht, dass ein Pädophiler ein Kind entführen will. In dem einen Ausschnitt sieht man, wie eine Frau und ein Herr das Kind von dem mutmaßlichen Pädo wegziehen. Viele solcher Szenen sind im Video zu sehen, darum werde ich euch das mal verlinken in der Infobox. Warum ich dieses Video hier erwähne? Viele von euch wissen ja, dass Amazing Ty und ich eine Activist-Home-Webseite betreiben, in der wir hauptsächlich Pädos aus dem Internet ziehen wollen. Viele von euch waren da auch sehr aktiv am Anfang, wo wir das aufgezogen haben und versuchten da in Chatroom 2000 oder Knuddels und so weiter die Leute zu basten. Ich persönlich habe es letztens einen Chatverlauf eines Pädophilen an die COBIG bzw. die Schweizerische Polizei weitergeleitet und die führen im Moment Ermittlungen durch gegen diesen Pädophilen. In dem Chatverlauf ging ganz klar hervor, dass er was von mir bzw. der kleinen 14-Jährigen wollte und auch sexuelle Anspielungen machte, ohne dass ich ihn dazu getränkte oder verleitete. Ich möchte euch hiermit bitten, solche Leute, wenn es euch zum Beispiel langweilig ist zu Hause, zu suchen und Beweise an uns zu senden, Tyler oder mich. Am besten, wenn es von Deutschland ist, an Tyler, wenn der Typ aber aus der Schweiz ist, an mich. Das wäre natürlich noch ganz praktisch, weil sonst müssen wir uns das hin und her schicken. Ne? Ganz klar ist, ihr dürft diese Leute nicht dazu verleiten, etwas zu wollen oder zu tun. Ihr dürft keine Bilder von Kindern in euren Profilen verwenden, also vor allem, wenn die Gesichter noch sichtbar sind. Geht am besten auf Seiten wie Knuddels oder Chatroom 2000, weil dort habt ihr innerhalb von 10 Minuten 10 Anfragen oder 5 Anfragen, ist ja egal, auf jeden Fall genügend. Ist nicht immer von Pädophilen, ganz klar, aber sehr viele sind auf jeden Fall dabei. Chatverlauf, Adresse, Telefonnummer sind ein Muss für die Überführung solcher Personen. Also es bringt nichts, wenn ihr einfach nur den Chatverlauf sendet und wir überhaupt keine Daten über diesen Pädophilen haben. Weil somit können wir nichts damit anfangen. Also die Polizei kann nichts damit anfangen, weil die sieht dann, ja wow, da ist ein Pädophiler im Internet, aber wir haben keine Daten von der Person. Natürlich werde ich mein Facebook-Profil und die activisthome.com-Seite nochmal verlinken, damit ihr wisst, wo ihr uns am besten erreichen könnt und eure Erfolgsmeldungen posten könntet. Es wäre mir wirklich wichtig, wenn ihr ein bisschen was dagegen tun würdet, weil es gibt einfach wirklich zu viele Pädophilen im Internet. Ey. Oder auch sonst Cyberkriminelle könnt ihr natürlich auch melden, wenn ihr irgendwie entdeckt, dass sonst irgendwas nicht so läuft, wie es eigentlich legalerweise laufen sollte. Dann meldet uns das, schickt uns die Beweise, das ist immer das Wichtigste. Und dann werden wir versuchen, mit der Polizei Kontakt aufzunehmen, die Beweise dahin zu schicken und die werden dann die Ermittlungen in die Wege leiten. Beziehungsweise die Strafe dann vollziehen, ne? Und ja, ich bedanke mich für das Zuhören. Es wird vielleicht heute oder spätestens morgen noch ein Creepypasta-Video folgen. Wenn euch dieses Video hier gefallen hat, lasst einen Kommi da, auf jeden Fall ein Like sowieso. Und ja, peace out, Bitches, ne?